Liebe Freunde und Freunde, ihr wisst ja, und ich muss zugeben, man sieht es mir ja auch an, dass mir gutes Essen wichtig ist. Also nicht nur gute Pralinen, sondern insgesamt gutes Essen. Und ich kann ja mein Essen auch genießen, denn ich kaufe mir in der Regel Bio-Essen, ich koche viel selber, aber ich würde mir wünschen, dass wir unser Essen so produzieren, dass wir unsere Landwirtschaft so gestalten, dass jeder Mensch sein Essen genießen kann und nicht dran denken muss, ob auf seinem Wurstbrot multiresistente Keime sind, ob in seinem Steak entsprechend gentechnisch verändertes Soja drin ist oder dass das Fleisch, das er isst, dafür gesorgt hat, dass über die Gülle so viel Dreck ins Grundwasser geschüttet worden ist, dass das Grundwasser verschmutzt wird. Ja, und ich würde mir wünschen, dass niemand daran denken muss, dass mit dem, was er isst, die Regenwälder zerstört werden. Und diese Verantwortung für anständiges, für gutes Essen, für anständige Landwirtschaft, die können wir nicht abwälzen und die wälzen wir nicht ab. Nein, liebe Freundinnen und Freunde, diese Verantwortung liegt bei der Politik und dieser Verantwortung muss sich die Politik stellen, und zwar montags bis Sonntag. Und die Art und Weise, wie wir unsere Lebensmittel produzieren, die Art und Weise, wie wir Landwirtschaft betreiben, ist eine der zentralen sozialen und ökologischen Fragen unserer Zeit. Gut ein Drittel aller Klimagase und aller Klimaeffekte entstehen durch die industrielle Landwirtschaft. Die Agroindustrie mit ihren Monokulturen ist die Hauptursache für das weltweite Artensterben. Um Gensoja für die Mast der Schweine bei uns, der Hühner bei uns und immer mehr auch der Rinder bei uns, werden in Südamerika und in vielen tropischen Ländern die Regenwälder zerstört und die Kleinbauern vertrieben. Und die Agroindustrie verschmutzt weltweit und auch bei uns das Grundwasser. Und die Massentierhaltung, so wie sie stattfindet, ist nur noch Massentierquälerei. Ja, die Agrarwende hat ökologisch eine ähnliche Bedeutung, wie sie die Energiewende hat. Und im Gegensatz zur Energiewende hat sich bei der Agrarpolitik die Probleme in den letzten Jahren ganz massiv verschärft. Wir haben inzwischen Ställe, wo 80.000 Hühner gehalten werden. Wir haben Ställe, Stallanlagen in der Planung für 40.000 Hühner auf einmal. Wir haben Stallanlagen in der Planung für über 30.000 Schweine. Und die CDU und die CSU und die SPD leugnen diese Probleme oder verschärfen sie mit ihrer Politik sogar. Wie ist es überhaupt möglich, dass ein Stall mit 80.000 Hühnern versorgt wird? Wo kommt das Futter her? Das Futter wird importiert, in Deutschland überwiegend aus Südamerika. Und ihr wisst ja, ich war in meinem früheren Leben Tropenbotaniker, ich war sehr, sehr viel unterwegs in verschiedenen Ländern. Und auf meinen Reisen habe ich gesehen, wie das Land dafür gewonnen wird, auf dem dann das gentechnisch veränderte Soja angebaut wird. Das Land war ja in der Regel vorher nicht unbesiedelt. Auf dem Land, wo inzwischen auf Millionen von Hektar gentechnisch verändertes Soja angebaut wird, das an unsere Schweine und Hühner verfüttert wird, waren vorher kleine Gärten, waren kleine Felder, waren kleine Wäldchen und haben kleine Dörfer gestanden. Aber diesen Leuten, die da zum Teil seit Jahrhunderten leben, hat natürlich das Land formal nicht gehört. Formal hat es zum Staat gehört. Und was passiert dann? Ein korrupter Großkonzern kauft von korrupten Behörden das Land und sagt dann den Leuten: So Leute, das Land gehört jetzt uns. Ihr müsst jetzt alle gehen. Aber die Leute gehen natürlich nicht. Denn wo sollten sie hingehen? Sie haben seit Jahrhunderten auf diesem Land gelebt. Und da die Leute nicht freiwillig gehen, denn de facto ist es ja ihr Land, passiert, dass in der Regel dann ein sogenannter Todesschwadron geschickt wird. Der Todesschwadron kommt zu den Leuten und sagt ihnen, sie müssen gehen. Und wenn sie dann immer noch nicht gehen, dann wird meistens der Bürgermeister vom kleinen Dorf erschossen, wird der Anführer der Kleinbauerngewerkschaft ermordet, werden ein paar Frauen vergewaltigt,
und ein paar Kinder verschwinden. Dann gehen die Leute in der Regel. Dann kommen sogenannte Basta-Flugzeuge. Das sind Flugzeuge, die total Herbizide verspritzen, die dann alles abtöten, die die Gärten, die Felder und die kleinen Wäldchen abtöten. Und dann kommen riesige Planierraupen, schieben das Ganze zusammen und man sieht bis zum Horizont bloß noch gentechnisch verändertes Soja. Auf diese Art und Weise wird das Futter gewonnen, das in unseren Massentierhaltungsstellen entsprechend verfüttert wird. Und da stellt sich mir schon die Frage, wenn man sich das anschaut, wie kann Politik, wie kann die Große Koalition das zulassen? Und wir müssen dafür streiten, dass das unterbunden wird. Wir müssen dafür streiten, dass es, ja, verboten wird, und zwar, ich sag, verboten wird, dieses Art von Futter nach Deutschland zu importieren, das unter solch grausigen Bedingungen produziert wird. Und den möchte ich sehen, der sagt, nein, das ist ein Verbot, das nicht hergehört. Den möchte ich sehen, der dafür kämpft, dass weiter Futtermittel importiert werden können, die dadurch produziert werden, dass Menschen ermordet und Menschen vertrieben werden. Liebe Freundinnen und Freunde, neben der Klimakatastrophe ist die zweite große weltweite ökologische Katastrophe das Artensterben. Es sterben inzwischen die Arten so schnell aus wie schon lange nicht mehr in der Geschichte des Lebens. Das Verhältnis von Aussterben zu Neuentstehen ist 100.000 zu 1. Das heißt, auf eine Art, die neu entsteht, sterben 100.000 aus. Und wenn man uns in unsere Landschaft sich umblickt, dann ist es seit langer Zeit schon, dass seltene Arten wie das Blaukehlchen verschwunden sind. Aber ich muss zugeben, selbst als kritischer Biologe hätte ich nie gedacht, dass wir irgendwann in die Zeit kommen, dass zumindest in vielen ländlichen Regionen inzwischen der Spatz vorm Aussterben steht. Und wenn man sich das anschaut und wenn man sich das betrachtet und wenn man weiß, dass bei der Artenvielfalt nicht darum geht, dass die eine oder andere Art verschwindet. Ja, das ist aus ethischen Kriterien schlimm. Und wenn man christlich ist, dann kann man sagen, hier wird die Schöpfung zerstört. Aber es geht beim Artensterben um was ganz, ganz anderes. Es geht darum, dass mit dem Sterben der Arten die Ökosysteme so schwer beschädigt werden, dass unsere Lebensgrundlagen in Gefahr sind. Ihr könnt euch die Arten, die Ökosysteme wie ein großes Netz vorstellen. Jede einzelne Art ist ein Knoten im Netz. Und mit jeder Art, die ausgerottet wird, zerreißt einer dieser Knoten. Und dadurch wird irgendwann das Netz zu schwach, um uns zu tragen. Das heißt, es geht da darum, dass die Gesellschaft dabei ist, mit dieser Art von Politik, mit dieser Art von Agroindustrie ihre Lebensgrundlagen zu zerstören. Und das ist ein weiterer, ganz, ganz massiver Grund. Nicht nur, weil wir wollen, dass aus ethischen Gründen, aus Anstandsgründen unsere Kinder und Kindeskinder noch eine vielfältige Natur erleben, sondern wir brauchen es einfach, wir brauchen es dringend, wir müssen sozusagen die Artenvielfalt retten, um unsere Lebensgrundlagen zu retten. Und deshalb brauchen wir nicht nur mehr ökologische Landwirtschaft, sondern wir brauchen auch endlich Regelungen und Gesetze, die dafür sorgen, dass die konventionelle Landwirtschaft mindestens so anständig ist, dass damit nicht unsere Lebensgrundlagen zerstört werden. Und wir brauchen auch ganz andere Tierschutzstandards. Klar, man kann auch 20 Schweine unanständig halten. Und man kann, wenn man sehr, sehr viel Platz hat, auch 200 oder 300 Rinder auf einer riesigen Weide anständig halten. Aber 20.000 Schweine in einem Stall anständig zu halten, das kommt mir fast unmöglich vor. Und das heißt, wir brauchen dringend ganz, ganz andere Tierschutzstandards. Und man kann da Christian Meyer für seinen Kampf in Niedersachsen nur beglückwünschen. Und liebe Freundinnen und Freunde,
die Art und Weise, wie die Tiere gehalten werden, die gefährdet ja nicht nur das Tierwohl. Nein, die Art und Weise, wie die Tiere gehalten werden, gefährdet auch ganz massiv Menschenleben. Denn in diesen Tierställen werden massenhaft Antibiotika eingesetzt. Und es werden nicht nur Antibiotika eingesetzt, es werden Reserveantibiotika eingesetzt. Das sind Antibiotika, die dazu dienen, wenn ein Mensch sozusagen erkrankt ist an multiresistenten Keimen und die normalen Antibiotika ihm nicht mehr helfen können, dann werden diese eingesetzt. Und was passiert? Was passiert letztendlich in der Tiermast? Da werden Tonnen von diesen Reserveantibiotika eingesetzt. Und wer ist nicht bereit, das zu ändern? Wer ist dazu nicht bereit? Die Große Koalition ist dazu nicht bereit. Dabei müsste der gesunde Menschenverstand Ihnen sagen, Reserveantibiotika, die ganz knapp eingesetzt werden bei Menschen, haben in der Tiermast nichts verloren. Deshalb, liebe Freundinnen und Freunde, es gibt eine ganz, ganz starke Lobby, die dafür sorgen will, dass das alles so bleibt, die von diesen Schweinereien profitiert. Liebe Freundinnen und Freunde, das ist das schlimmste Beispiel von Machtwirtschaft. Das hat alles mit Marktwirtschaft nichts zu tun. Und so wie einige Automobilkonzerne gegen strenge CO2-Grenzwerte kämpfen, so wie die Bankenverbände sich gegen eine vernünftige Regulierung stemmen, so wie RWE und IGBCE gegen eine vernünftige Energiewende kämpfen, so macht die Agrarindustrie Druck gegen eine vernünftige grüne Energiewende. Und sie haben ja auch verdammt viel zu verlieren. Sie haben verdammt viel zu verlieren. Sie haben ihre Gewinne zu verlieren und sie haben ihre Macht zu verlieren. Sie haben ihre Macht über die anständigen Bauern, haben sie Angst zu verlieren. Deshalb, glaubt denn irgendeiner von uns hier im Saal, wenn man zur Agroindustrie geht und sagt, ey Leute, jetzt lass uns doch mal reden. Ihr macht zwar Millionen Gewinne mit der Zerstörung unserer Lebensgrundlagen, aber schau mal, lasst es doch einfach sein. Glaubt es irgendwer? Ich glaube das ehrlich gesagt nicht. Nein, genau dafür braucht es uns Grüne. Wir haben in vielen Bereichen die Mehrheiten erkämpft. Wir haben es bei der Atomkraft erkämpft. Wir haben es bei der Energiewende erkämpft. Gegen ganz, ganz mächtige Lobbyverbände. Und genau dafür gibt es uns Grüne, dass wir es auch in diesem Bereich erkämpfen. Und ich bin mir sicher, dass die Gesellschaft da viel, viel weiter ist als diese Bundesregierung. Deshalb lasst uns gemeinsam mit unseren Agrarministern dafür kämpfen, dass wir auch da die Wende hinkriegen. Vielen Dank. Kommst du dann bitte zum Ende, Toni?